Trends. Ja? Achso. Lass, ich dachte, wir lass da lang, lang, lass da lang. Geil. Da hinten war nämlich ein Hubi. Obwohl, wir können eigentlich zum Krankenhaus, das wäre eigentlich mal sinnvoll. Oh, das war wieder ganz andere Ecke, ey. Warte mal, ich habe ja eine Map. Es sei denn, die haben hier noch Krankenhäuser zusätzlich, ich weiß es nicht. Ich habe meine Map, nein. Ich habe meine Map, dann gucke ich mal kurz. Also, wir sind jetzt da. Ich halte die Augen offen nach Blutsaugern. Was habe ich denn für Feuermodi? Ah, Burst. Das nehme ich noch. Brauche ich doch mal einen Rucksack. Wo gibt's denn überall einen? Da gibt's auf jeden Fall ein Krankenhaus. Ich kenne nur das Old Fake Hospital da hinten. Anderes kenne ich nicht. Ist das denn, gibt's da denn ein Hospital? Da müssen wir aber über diese Landzunge. Naja, da sind zwei Krankenhäuser. Da müssen wir aber über diese Landzunge rüber. Hm. Da steht auch ein Quad. Oh, nee. Und ein Pickup. Wo wollen wir denn hin? Ja, weiß ich nicht. Norinz, gibt's da nichts? Nee, das ist dieser Schrott. Schrott. Wir müssten weiter nach Norden auf jeden Fall. Ja, Richtung Vorkuta. Ja, nicht unbedingt ganz so weit nördlich, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen nördlicher. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Airfield. Was keins ist. Steht aber auf jeden Fall auf der Map. Da hinten ist übrigens noch... Ah, der kleine Nuttenbumser. Da hinten ist auch noch ein Hubschrauber. Und wie sieht der so aus? Mein Kumpel ist hier wieder irgendwo. Ohne Witz. Ich hab ihn doch schon wieder gehört eben gerade. Lass den Wichser einfach niederschießen, ey. Ich hatte auch schon ein Mutantenherz. Hä? Keine Ahnung, was man damit machen konnte. Das habe ich einem Typen abgesnackt. Ey. Kann man wegsnacken. Wir brauchen so eine API-Dinger. Damit können wir den Sturm überleben. Ohne Schwierigkeiten. Oder gibt's den hier überhaupt? Was denn? Den Sturm, hast du den hier schon mal gehabt? Nee. Achso, dann ist er wahrscheinlich abgeschaltet. Ja, aber der ist auch echt ein bisschen buggy, ey. Cool, aber ja, buggy. Ja, es ist ein bisschen lästig auf Dauer, würde ich sagen. Ne? Nee, warte mal, wir müssen hier mal, müssen wir da lang. Lass mal, siehst du mich noch? Ja, ja. Lass mal hier gute Ohren. Auf diese Erhöhung gehen, weil da kann man direkt auf das Feld gucken, wo der Hubschrauber liegt. Warst du da schon? Nein. Aha, du willst mich also vorschicken. Ich habe den nur aus der Ferne gesehen. Nein, ich will mal mit meinem Zielfernroller hingucken, ob da irgendwer campt oder so. Alter, mein Zielfernroller kann viel mehr als dein Zielfernroller. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Ich habe noch gar nicht in meinen Rucksack geguckt. Warte mal, das mache ich mal kurz. Ein schönes britisches, das ist echt gut. Oh, ich habe eine Säge im Rucksack. Hä? Das könnte mein Rucksack sein. Vom anderen Server. Die Säge ist immer hammergeil, auf jeden Fall. Die musst du auf jeden Fall behalten. Die basht richtig rein. Alter, meine Waffe, ey, die ist richtig geil. Oh ja. Das heißt, das ist so eine Camo, ne? Ja, G36, Camo, bla bla bla. Da hinten steht auch, glaube ich, ein Auto. Oh, so ein richtig schöner Geländewagen. Ey, der ist versteckt. Der könnte, lass da hingehen. Der sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, aber das ist ein Auto, da wirst du in 3 Sekunden sowieso von irgendwem zerschossen. Ach. Ich bin vorhin auch mit dem Quad rumgefahren. Und, wo bist du gestorben? Nee. Gestorben bin ich, weil ich einen Schusswechsel hatte. Das war aber voll das Mexican Standoff, weißt du, wir standen quasi so voreinander. Mit so einer größeren Distanz dazwischen und haben uns einfach so stumpf beschossen, aber beide haben sich nicht bewegt. Das ist ja schön. Dann habe ich ihn so mit der Anfield so richtig in seine Eier geballert, Alter. Der hat erst gar nicht mehr getroffen dann. Ich habe nämlich den ersten Treffer gesetzt. Da hat man immer gute Chancen, aber leider hat er mich dann noch erwischt. Die Wälder hier sind echt, die sind nicht schlecht. Sowas hätte ich gerne mal in Shadows. So eine Wälder, ne? Das wäre echt geil, ne?
Ja, mit diesem hohen Gras und so, das ist echt nicht. Jetzt vorsichtig, nicht, dass das hier eine Falle ist oder so. Wir müssen das Ding umgarnen. Ist jetzt zumindest schon mal keiner drin. Ja, vielleicht hat er den hier geparkt und ist zum Hubschrauber gegangen. Sieht gut aus. Ja? Ja. Warte mal, hast du schon mal ins Gear geguckt? Nee. Ich guck mal rein. Ich würde ja auch lieber erstmal wegfahren, denn, du weißt, wie das ist mit Fahrzeugen. Ja. Ich will aber nicht hinten sitzen. Oder ist ein Reifen kaputt? Ah, oh, die Reifen sind auf jeden Fall beschädigt. Scheiße. Wie fährt der auch nur so langsam hier? Nee, er fährt gar nicht so richtig geradeaus. Er fährt nur so im Kreis. Scheiße. Ist nichts im Gear gewesen? Ja, nur so Tschech, diese Starterweste und so. MP5, ja. Ach, die Enfield nehme ich mit. Ich glaube, ich habe noch eine. Nee, ich habe keine im Rucksack. Was laber ich? Na egal. Jetzt habe ich es trotzdem dabei. Du hast nachgeladen, oder? Ja. Gut. Schade. Wo war der Hubschrauber jetzt? Hier irgendwo? Nee, der war... Jetzt sind wir schon wieder völlig vom Kurs abgekommen. Der war da unten bei dieser... Bei A2? Nein, das ist das noch nicht. Da unten ist schon... Ach nee, stimmt, das ist diese komische Bergstadt. Hier vorne. Bergarbeiter. Ist der irgendwo... Da! Ah, da, ich sehe ihn. Da sind Medical-Sachen. Ja, das ist nämlich... Da... Warte mal. Das dachte ich nämlich auch schon, deswegen... Sind Hubschrauber da, da. Siehst du mich noch? Ich will da jetzt nicht wie so ein Noob einfach nur hinlaufen. Das wird, wenn das bekämpft. Ja, ich bin ein bisschen vorgegangen an so einer Tanne und. Ach, da bist du doch. Hast du echt kein Heatpack? Nee. Ich hätte selber eins gebrauchen. Mal zum Gucken. Also die einzige, die beste Position, die haben wir eigentlich, oder? Naja, hier auf dem Berg an sich gibt es natürlich auch noch gute Posis. Ja, aber da bin ich ja schon vorbeigekommen. Wenn der jetzt nicht in letzter Zeit sich da hingesetzt hat. Das bleibt hier sitzen und snack alle weg. Hast du. Ja, aber ich hab einen größeren Rucksack als du. Ja, aber meiner ist leer, so viel werde ich sowieso nicht mitnehmen können. Ja, aber ich kann mir das nicht. Ich hab auch noch Inventarplatz. Oh Scheiße, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab quasi. Ich habe quasi nur getroffen. Diese Waffe. Ja, okay. Dann geh hin. Berghang. Ich muss mir einen guten Baum suchen. Der war doch gut. Ja, aber da konnte man... Also, wenn man da von hinten kommt, hat er mich direkt gesehen. Nope. So, der ist perfekt. Die perfekte. Wenn der doch nicht so zappeln Pasta. Will. Wenn der doch nicht so zappeln will, ne? Ein zappelnder Baum? Alter, ey, davon krieg ich schon wieder Kopfschmerzen, wenn ich das sehe. Die Zombies sind von dir gespawnt, ne? Ich von aus, ja. Die strömen alle in eine Richtung, das ist ganz praktisch. Wie viele Leute sind... Boah, Alter! Alter, es sind voll viele Leute auf dem Server. Scheiße, jetzt haben diese Wichsgestalten mich gesehen. Okay, das wird hier ein Shoot-Off anscheinend. Oh Gott, es sind voll viele Zombies, ne? Ich weiß. Ein Zombie rennt in... Nee, drei. Dieses Haus hier vorne. Alter, wie viele mit einem Schlag abziehen, ne? Das ist richtig mega viel. Muss sagen, wo ich da hinkommen soll, ne? Ja, komm, kannst du von mir aus, aber du kannst auch sitzen bleiben. Ich glaube nicht, dass du mich freischießen kannst.
Nicht den Revolver? Nee. Ah, meal ready to eat. Oh oh. Vielleicht gehe ich doch lieber. Da hinten bist du. Machen eine zweite Runde. Also ist hier wieder eine Straße. Also da sind ganz schön viele Zombies in deiner Nähe. Und ich trinke mal eine Pepsi. Sehr gut, halt die Pepsi im Auge. Warte mal, dein, die in, auf der einen Seite sind gar keine Zombies, ne? Die rennen genau alle in deine Richtung. Oh, die einen Zombies kommen dir aber... Die wollen dir den Weg abschneiden, siehst du das? Ich sehe das. Dieser kleine Wichser. Oh Mann. Soll ich mal feuern? Weiß nicht, ob das das bringen würde. Oder soll ich mal von der anderen Seite kommen? Oder sind da auch Zombies? Ne, da sind auch welche. Ich sitze das kurz aus. Hinter dem braunen hier könnte ich eigentlich vorbei. Weißt du, was geil wäre, wenn jetzt dieser Blutsauger kommt? Genau der richtige Moment. Schade, dass er nicht auch gegen die Zombies kämpft. Das wäre geil. Oh, da hast du dich aber elegant an den vorbeigesneakt. Klar, meine alten Splinter Cell Skills habe ich ausgepackt. Gehst du auch genauso? Ja. Lauf ich mal bei der Arbeit rum. Weißt du, jetzt ist da nichts drin. Und dann kriegst du einen Kopfschuss. Hammer witzig. Zumindest schon mal Morphins. Was ist denn? Hey, irgendwas liegt hier. Ach, eine L85 A2 Holo. Okay. Aber kein Bloodberg oder so, oder? Noch keins gefunden, ne. Na, da hat sich bestimmt schon jemand da irgendwie ausgerüstet. Da waren nicht mehr so viel Medizinsachen drin. Aber der Holo lag noch im Magazin. Komischerweise. Aber wenn ich G36C SD einlade. Soll ich mal gucken, ob ich dann ungesehen feuern kann? Nein, kannst du nicht. Das geht nicht. Kannst du nicht mit einer Waffe, die keinen Schalldämpfer hat, schallgedämpfte Munition leise verschießen. Das Spiel ist buggy. Hier ist nichts. Wo bist denn du jetzt? Immer noch da hinten bei dem Baum. Bei den Baum. Thüringer Bäume. Hier hinten bin ich. Seh dich nicht. Du rennst schon. Ja, du rennst von dir noch ein bisschen weiter links. Ja, noch weiter links? Ja, so. Ja, so. Ach, da oben. Müssen irgendwie die Zombies loswerden. Das macht. Oh, ich hätte gern diesen Geländewagen, der ist voll nice. Wo bist du jetzt hin, du Klößchen? Ach, da. Oder wenn man im Combat rausgeht, dann kriegt man 5 Minuten Knockout und eine Infektion. Haha, du hast AIDS. Ich hab den mal weggesnackt mit meiner Silenced Makarov. Ich vermisse meine Silenced Makarov. Captain Klobürste. Ja, der wurde gekillt. Das war voll die geile Aktion, Alter. Das ist ein Deer-Stand, aber das interessiert uns ja eigentlich nicht. Alles, was ich davon jetzt hatte, war ein Magazin mehr. Oh ja. Wenn ich dann Stank laden kann, ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch gestern
darüber geschwommen, also zwischen diesen beiden, wo auch die Brücke ist, aber ich wusste nicht, dass da eine Brücke ist. Bin ich da rüber geschwommen und die war fast direkt neben mir, die Brücke. Das war eine behinderte Erkenntnis. Ja, so auf halbem Weg denkt man sich dann, warum bringe ich mich nicht selber um? Du bist so mutig. So, du wolltest weiter geduckt laufen? Okay. Das halte ich nämlich für eine gute Idee. Ich finde, man kommt hier richtig gut voran. Das ist das Gute an der Map. Ja, da muss man nicht so ewig. Du läufst 2 Minuten, zack. Nächstes spannendes Gedöns. Wie so ein Event. Nächstes Event. Man kann hier immer so gut gucken bei diesen ganzen Bergen. Das finde ich voll geil.